Wow. Wow. Das ist ein Jingle, der macht einfach nur Spaß. Wirklich, richtig gut. Übrigens, da sind wir wieder. New Rock Reviews Podcast Folge 2. Willkommen hier bei uns auf der gemütlichen Couch. Das rote Sofa. Das rote Sofa und der, naja, doch relativ schon in Mitleidenschaft gezogene Ledersessel. Ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach nach diesem einfach großartigen Intro-Jingle-Erkennungsmelodie. Weiß der Teufel was? Also, da würde ich mir doch jetzt fast schon ein iPhone wünschen, damit ich das als Klingelton hätte. Aber mit meinem Knochen geht das nicht. Ja. Knochen, ja. Cricket. Okay, Ron, welches Album haben wir heute mitgebracht? Wir haben heute das Nation-Album von Sepultura ausgepackt. 2001 erschienen unter Roadrunner Records. Gutes Album. 2001? Aber ich dachte, wir, naja, podcasten nur aktuelle Scheiben. Tja, ich Hatten wir denke. jetzt irgendwie keine aktuelle Lady Gaga zur Hand, dass wir jetzt diese ollen Kamellen auspacken müssen? Ja, da muss ich dir wahrscheinlich recht geben. Die GEMA hat uns nicht erlaubt, über neuere Alben zu diskutieren. Wir bekommen bloß den alten Müll von Uriah Heep. Okay, nee, ja, wir sind Ja. schon wieder vom Thema abgeschweift, aber. Ja, richtig. Wir dürfen nur Europe in the Raya Heap-Platten reviewen. Ja. Nein, es sei gesagt, dass wir das Sepultura Nation Album oder die Classics zählen. Einfach ein Album, was total unterbewertet ist. Und wir versuchen es jetzt einfach nochmal aufleben zu lassen. Vielleicht hört ja der ein oder andere doch wirklich diesen Podcast durch und entscheidet sich dann doch, mal das Album zu kaufen Ja, und anzuhören. das wäre ja im Prinzip das Beste, was passieren könnte, wenn tatsächlich einer von euch da draußen sich das gute Stück hier anhört, sich zum einen denkt, wow, großartiger Jingle, und wo kann ich mir den bestellen? Im App Store habe ich ihn nicht gefunden, ja, stell mal bald rein, das ist kein Problem. Und zweitens, dass sich vielleicht sagt, wow, Ron und Tony haben recht, das ist doch ein richtig gutes Album. Das sollte man zu Hause haben. Sollte man. Auch der geneigte Lady Gaga-Hörer könnte bestimmt auch was Gutes dran finden. Weil er als Briefbeschwerer macht sich's auch gut. Mit Sicherheit, ja. So, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, erster Titel. Sepple Nation. Guter Opener. Sehr guter Opener. Viel Rock. Ja, also prügelt auch wirklich ziemlich gut los in feinster Sepultura-Manier. Bezeichnend für die Band. Spitzentitel. Aber sind denn die überhaupt noch gut? Ich meine, da ist doch Max Cavalera ausgestiegen. Ja, meine Meinung ist da ja natürlich, dass ich Derek Green besser finde als Max. Amen. Ja. Ja. Ich meine, ich habe nichts gegen die Alben mit Max Cavalera, aber ein Mensch, der sich so von seiner eigenen Band oder was auch immer, von seinem Musikstil distanziert, siehe Cavalera Conspiracy, der hat es eigentlich in meinen Augen nicht mal mehr verdient, irgendwie erwähnt zu werden. Sollten wir demzufolge rausschneiden, Ja, die Stelle jetzt. eigentlich schon, ja. Nein, zurück zum Opener. Ich kam jetzt nur darauf, weil diesen Vergleich stellen viele an, leider. Sollte man nicht mehr machen, weil Sepultura Nation hätte sicherlich auch einen guten Platz irgendwo auf der Roots finden können. Mit Sicherheit, ja. Mit den Tribal-Elementen, die da so mit drin sind, dies und das, kleine verspielte Sachen, man fühlt sich ein bisschen dran erinnert. Zugegebenermaßen, ja. Aber den Vergleich stelle ich jetzt wiederum an, weil einfach diese Band hat sich seit dem Ausstieg von Max Cavalera 96, 97, 96, 96. doch unglaublich gewandelt. Also es kam das relativ plakative Against raus. Das war ja schon, naja, muss ich zugeben, hatte ich ein paar Probleme
das wirklich gut zu finden. Waren ein paar gute Titel drauf, ja. Ja, aber ging doch relativ schwer runter. Hatte so einen Nachgeschmack. Dann kam die Nation. Ja. Dann kam die Nation, genau. Und nach der Nation kam die Rawback, die ja wiederum ein bisschen mehr an die Against angelehnt war. Nicht ganz so umfassend, wie die Nation das jetzt ist, was wir natürlich noch diskutieren werden, wie allumfassend und omnipotent diese Scheibe ist. Ja. Und zurück zur kleinen Diskografie. Nach der Rawback kam die Dante. Was ja dann, Album. Ja, wirklich ein richtig gutes Album ist. Auch wieder ein bisschen verspielter, recht kurz, aber dafür gepflastert mit Perlen. Ja, Schmuckstücke von vorn bis hinten. Ja. Also wirklich, ich kann jedem ans Herz legen, der Derek Green bis jetzt doch nicht so mit Sepultura kennengelernt hat. Es lohnt sich wirklich. Ja. Und die Band hat sich einfach nur weiterentwickelt. Genau, der Sinn dieses kleinen Exkurses in die Diskografie ist einfach zu sehen, dass diese Band wirklich was aus sich gemacht hat. Bei Max Cavalera habe ich dann zugegebenermaßen nach der von Soulfly keine großartige Veränderung mehr gehört. Das stimmt, ja. Also er ging auch nicht in Wurzeln zurück oder so, sondern er ist wirklich einfach nur auf irgendeiner Ebene stehen geblieben und bewegt sich dort weiterhin. Ja, richtig. Meine gut, Cavalera Conspiracy klingt tatsächlich anders. Ja. Aber es ist anders. Wir brauchen da schon fast gar nicht drüber diskutieren, aber da gibt es die einen, die es mögen und andere, die es nicht mögen. Richtig. Aber eben diese Fandiskussionen, die immer wieder stattfinden, die sind nichts mehr ohne. Das ist ja Blödsinn. Ja. Das ist einfach nur dumm. Weil diese Menschen haben sich keine Zeit genommen, einfach mal hinzuhören, was Sepultura jetzt machen, was die ausmacht. Und man sollte denen schon eine Chance geben, finde ich. Die sind gut. Ja. Und nicht zu vergessen, 10 Jahre ist es jetzt schon her. Ja, Jubiläum. Das Nation Album, Jubiläum. Lohnt sich echt. Also vielleicht könnte man ja diesen Schmankerl einfach mal auspacken. Geht in den Laden, kauft euch das Ding. Wir referieren jetzt nochmal drüber. Ja. Aber vielleicht kommt es ja dann mal auf dieser Back on Black Serie raus. Hm? Das könnte sein. Vinyl wäre schon nicht schlecht. Würde sich lohnen. Aber nichtsdestotrotz, man kann es auch bezahlen momentan. Ich glaube, es steht im einschlägigen Fachgeschäften für irgendwas zwischen 6 und 9 Euro. Das lässt sich noch finanzieren. So, nach dem recht guten Opener, wie es mittlerweile klar sein sollte, kommt dann Revolt. Ganz kurze Nummer, 57 Sekunden. Man wird einfach zu Brei geschlagen, könnte man schon fast sagen. Ja. Diese Gewalt, die sich breit macht, aber es groovt von vorn bis hinten, es prügelt, es ist einfach nur Wahnsinn. Diese knappe Minute ist schon irgendwo ein kleiner Lichtblick. Es macht einfach nur Spaß. Und wenn man dann denkt, die Demo, die auf der limitierten Edition drauf ist von Revolt, die ist ja viel länger und viel verspielter in sich. Auch wirklich schön, das mal zu sehen, wie die Songs dann doch irgendwie entwickeln, weil die haben ja dann so viel weggeschnitten und dann einfach nur die hohe Gewalt übrig gelassen, aber keine schlechte Entscheidung. Ja. Gerade weil er so kurz ist. Voll auf den Punkt gebracht. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön, ja. Dann geht's so weiter mit zwei in sich schon ähnlichen Titeln. Ich glaube, Border Wars. Border Wars und One Man Army dann. Mhm. Ja. Da hat man wieder richtig Groove ausgepackt. Richtig Groove. Also, das war, es erinnert schon an die Großzeiten, wie es viele immer behaupten, Chaos AD. Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Das sind wirklich total coole Gitarren, die man da einfach nur hört. Weil, keine Ahnung, wie Kisser jedes Mal diese Riffs auspackt, aus Schnurps von vorn bis hinten und der Chorus reißt sofort mit. Wahnsinn. Ja, also da würde ich auch gerne einmal mit in der Entstehungsphase eines Songs da sitzen, wie Kirsa einfach nur diese tonnenschweren Riffs auspackt. Das muss schon beeindruckend sein, klar. Sicher. Und er ist auch so sympathisch.
Ja, in Interviews immer ja. total menschlich auf dem Teppich geblieben. Und er hat ja nun wirklich schon mittlerweile einiges zustande gebracht. Auf jeden Fall. Also da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wenn wir den irgendwann mal für ein Interview bekommen. Hier auf dem roten Sofa. Oder im schwarzen Sessel. Das wäre, da wird man natürlich auch gleich posten. Und Derrick Green ja auch sehr sympathisch. Sehr sympathisch, vor allen Dingen auch, wie er schon wieder singt. Wie abwechslungsreich auch. Ja. Seine Stimme in Höhen auch geht, die man ihm gar nicht zutraut. Ja. Trotzdem er ja doch sehr mit dem Schreien beschäftigt ist, müsste man ja schon fast sagen, kriegt das ja doch hin, Gesangsmelodien zu erzeugen. Ja. Und das ist schon wirklich, das ist echt eine Kunst. Und das ist wirklich, hat ja Max auch nie gemacht. Nein. Das war ja, der hat ja nur gebrüllt. Ja. Ich glaube, der kann auch nicht singen. Also ich habe nichts gegen den Gesangsstil oder gegen seine Stimme, aber der kann einfach nicht unbedingt singen. Ja. So, das soll jetzt aber keine Ansammlung von Schelten werden gegen Max, sondern einfach die Zelebrierung des Geburtstags dieses Albums. Ja, da kommt noch einiges an guten Songs und es wird auch ganz klar, wie abwechslungsreich die Scheibe in sich ist. Also nach diesen relativ groovigen Nummern vom Anfang oder dem einen 57 Sekunden Todesschlag, ja, kommt er dann, oh, jetzt müsste wir sind jetzt bei Border Wars gewesen, dann One Man Army, ja, ja, die ja in sich relativ ähnlich sind, aber wirklich von vorn bis hinten mit kompositorischen Meisterleistungen bestückt sind. Spitze. Ja. Danach geht's weiter mit Vox Populi. Ja, des Volkes Stimme. Ja. Es ist wirklich ein harter Song. Also ich muss gleich noch dazu sagen, dass die Texte auf dem Album auch wirklich nahe gehen. Und es werden alle drei Titel werden kleine Quotes eingespielt. Eingespielt, ja. Also von großen Personen aus der Vergangenheit bzw. Gegenwart. Da ist dabei der Dalai Lama, Mutter Teresa, Einstein. Und fällt jetzt die vierte Quote nicht ein. Ja, das aber auf jeden Fall. Und immer in der jeweiligen Landessprache gesprochen. Also man hat dann tatsächlich auch Einstein plötzlich auf Deutsch hinten an dem Titel dran. Ja. Also ich glaube nach The Ways of Faith, oder? War, glaub ich, ja, das kam ja relativ spät, aber ja, also es ist beeindruckend. Und die Quotes sind auch im Booklet erwähnt, nochmal in Englisch, dass man sie dann auch komplett verstehen kann. Da sind dann so eine Sachen wie, der eine fällt mir hundertprozentig noch ein. Das ist das, wofür man tagelang oder jahrelang braucht, um etwas aufzubauen, kann innerhalb von Sekunden niedergebrannt werden. Ja. Bau trotzdem. Oder eben Einstein dann mit das Töten in Kriegszeiten kann meiner Meinung nach nicht anders gewertet werden als reiner Mord. Ja. Und genau. Sehr tiefgründig. Das ist die Schrittgeschwindigkeit dieses Albums. Das ist der Punkt, der immer wieder vortritt. Die Ungerechtigkeiten in unserer modernen Gesellschaft, in unserer globalisierten Welt und die Gleichgültigkeit, mit der Menschen miteinander umgehen. Also es ist ein großes Album, textlich schon allein. Ja. Wirklich sehr, sehr tiefgründig. Ja. Also auch diejenigen, die da jetzt vielleicht sagen, Mensch, das habe ich auch noch nicht betrachtet, sollten sich wirklich mal die Zeit nehmen, lauschen oder die Lyrics mit durchlesen. Es lohnt sich wirklich. Ja. Das ein oder andere Album hat sowieso verdient, dass da die Lyrics hervorgehoben werden. Aber hier muss ich sagen, echt besonders. Denn ja, es ist wirklich nicht nur, es sind nicht nur fiktive Texte über irgendwelche Gewalt. Scream, bloody, gore. Ja, genau. Es ist wirklich richtig tiefgründig. Mit Aussage von vorn bis hinten. Spitze. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Titel. The Ways of Faith. Ist wirklich kompositorisch nochmal ganz, ganz anders. So ein bisschen sphärischer Beginn.
Der steigert sich, ja. Ja. Und ganz interessanter Gesang am Anfang und hinten raus so mächtig. Ja. Und dann flaut er auch wieder ab. Dann plätschert er wieder. Ja. Also die Komposition finde ich wieder atemberaubend. Das ist einfach auf so einen Mist, muss man ja wirklich so sagen, muss man erstmal kommen. Ja. Dass man das so, so umsetzt und auf eine Platte schiebt und sagt, das ist ein gutes Album. Ja, also da hat Kisser bestimmt wieder nächtelang im Keller gesessen mit seiner Nylon-Akustik. Ja, mit Sicherheit. Und alles eingespielt in Handarbeit. Einfach schön. Richtig gutes Album. Ja. Immer noch. Werde ich häufig sagen, ja. 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 10 Jahre. 10 Jahre. Jubiläum, Juche. Geht ja dann weiter hinten raus mit bisschen anderen Songs, ungewohnt für Sepultura vielleicht. Da denke ich an Politrix und davor der, was war vor Politrix? Wir haben doch Tribe to a Nation. Ja, Tribe to a Nation. Ja. Tribe to a Nation ist auch sehr, sehr schön. Mit Gastsänger diesmal. Das finde ich auch sehr, sehr erwähnenswert, denn weil hier wird die Musikrichtung tatsächlich ein bisschen erweitert durch Reggae-Einflüsse, auch Hip-Hop, muss man tatsächlich sagen. Auch Hip-Hop, ja. Und trotzdem, der Konsens des Albums bleibt auch nach wie vor erhalten. Also, das ist immer noch relativ schwer zu fassen und man muss schon manchmal zweimal hinhören, bis man die Botschaft richtig extrahiert hat aus den Songs, aber das ist auch wieder einer. Und Politrix dann eben danach mit dieser Konversation, die mit dem nächsten Gastsänger schon fast stattfindet. Wirklich wow. Wirklich spitze, ja. Was war's? Want to hear my thoughts, want to share my dream, no protest, protest. Mhm. Sehr schön. Also lässt einen auch fast atemlos zurück. Ja. Man verfällt wirklich in eine gewisse Leere, wenn man es wirklich so auseinander nimmt, die Texte wirklich zerstückelt, ja, auf sich wirken lässt, die Titel öfters nacheinander hört. Es ist einfach, es ist wirklich so tiefgründig, das Album, und so unterbewertet, ja, muss man wirklich sagen. Leider. Da möchte ich auch gleich noch einen kleinen Abstecher zu meinem Lieblingstitel machen, Uma Kura. Mhm. Wow. Die Werbemelodie. Ja. Man hört Derek Green tatsächlich immer wie ein bisschen atmen. Uma Kura. Ja, wirklich mit seiner bassigen Stimme. Also mich ergreift sie jedes Mal aufs, ja, Neue. Und wie er sich dann auch wieder aufbaut, aufbäumt förmlich und die Macht walten lässt. Uma Kura existe. Also ja, eine Heilung existiert. Ja. Ja, ja. Und wieder so tribal-lastig. Mhm. Es ist einfach nur Wahnsinn, wie diese Kerle ihre ganze Geschichte auch so ein bisschen aufleben lassen mit, ja, mit ihrem Tribal-Einschlag. Ich find's spitze. Ich möchte mehr solche Titel. Wieder einen Tag länger, den Kisser im Keller verbracht hat mit seiner Nylon. Ja. Hat er wieder da gesessen. Das stimmt, ja. Aber auch das Schlagzeug, es ist einfach nur Wahnsinn, was hier los ist. Also Igor, guten Job. Sehr, ja, komplex, sehr komplex, ja. Auf jeden Fall. Uma Kura, richtig, danach noch Who Must Die. Oh Gott, ja, das ist dann wiederum mein Lieblingstitel wahrscheinlich. Neben Water. Ja. Neben Water. Mhm. Who Must Die geht gut rein. Bleibt gut drin. Ja, und will, bleibt im Kopf. Ja, will eigentlich nicht mehr raus. Ja. Tatsächlich, der ist richtig gut. Ein Refrain so tonnenschwer wie wahrscheinlich der Abfall, den unsere industrialisierte, zivilisierte Gesellschaft auf die Naturvölker loslässt. Mhm. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Und genau. Und Who Must Die und ist wirklich bezeichnend. Ja. Who will pay a better price? Ja. Also auch wieder ein Text, der bei dem es sich lohnt, wirklich mal wieder zu interpretieren. Ja. Wäre gut. Aber ihr packt
Derek Green tatsächlich irgendwie die Politik an den Eiern. Ja. Muss man doch tatsächlich so sagen. Ja, und zieht. Und zieht. Zieht richtig dran, ja. Tau ziehen. Tau ziehen. Tau ziehen, ganz genau. An den Eiern. Wow. Und der Typ hat Oberarme dran. Oh ja. Das ist richtig gut. Okay. Gut, wir sind voller Lob, voller Freude und laufen zusammen mit Sepultura die Strecke ab. Und wir sind bei Saga, der 9. Titel. Bei Saga. Saga ist auch gut. Hat auch eine ganz feine Hookline. In sich wieder ein bisschen anders. Also nicht mehr ganz so ein Hardcore-Einfluss, wie das jetzt Humas Dai hatte, sondern ja. Mehr ein bisschen rockischer, ja, Trash hinten raus. Ein bisschen trotzdem weich gespült, könnte man schon fast sagen. Ja. Aber auf jeden Fall gut. Aber wie sieht's denn nun eigentlich aus? Wir haben ja schon ein paar besprochen und wie gesagt, haben uns gefreut, haben mitgelitten förmlich. Sind nur Hits drauf? Nein, nicht nur. Gibt es dann einen speziellen Song? Human Cause. Da möchte ich die Guest Vocals besonders hervorheben. Mm. Jamie Jester hat da mitgesungen. Mm. Der Titel ist kurz. Das gut. Ist ein richtig das positiver ist der Pluspunkt, Punkt. Ja, richtig. Auch Derek Green singt nicht gut. Mm. Ich denke, er hat auch keine Lust gehabt. Wahrscheinlich. Ich mag Hatebreed nicht unbedingt. Ich will nicht gleich sagen, dass sie schlecht sind, aber ich mag sie nicht großartig. Und der Titel ist auch verdammt langweilig. Es ist eintönig, nur schnelles so. Gepolter vorne bis hinten und dieses Gebrüll, ständig nur dieses Gebrüll. Ja, und er scheint tatsächlich auch wieder sich vom Kontext zu lösen, denn das ist auch nicht tiefgründig, was dort besungen wird. Das ist wieder so ein plakativer Song. Hardcore auf die Schnauze. Ja. Und das war's. Leider nicht so richtig gut. Mhm. Allerdings zum Thema, sind da nur Hits drauf, sollte man auch sagen, nicht nur wegen dem Song nicht, sondern das sind in sich auch gar keine Hits. Nee, dafür ist das Album nicht geschrieben, das stimmt, ja. Also ich habe ja auch zugegeben, als wir uns einschlägig damit beschäftigt hatten, jetzt für den Podcast, also für die Classics, dass ich ja, glaube ich, 5 Jahre oder so gebraucht habe, bevor ich überhaupt über die ersten 3 Songs hinausgekommen bin. Mhm. Also doch recht lange. Muss mittlerweile sagen, ich freue mich, dass ich es dann auch gemacht habe, weil das Album wirklich nach mehrmaligen Hören erschließt sich einfach mehr und mehr. Ja, die Komplexität, die haben wir auf jeden Fall vor einigen Jahren noch nicht so verstanden und ich denke, mittlerweile sind wir mit unseren Aufgaben gewachsen und versuchen eben jetzt das Album aufleben zu lassen zum Jubiläum. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Album, da muss man reinwachsen. Ja. Ja. Das bekommt man dann irgendwann mal geschenkt oder kauft sich's und man macht seine ersten Gehversuche oder fährt halt das erste Mal los mit Stützrädchen, aber fällt eben wirklich bärigst aufs Maul. Ja. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Ja. Das ist so ist es nun mal. Man hört. Oh Gott. Und ich fliege heutzutage noch auf die Schnauze mit dem Fahrrad. Ja, gut, das hat dann aber. Ja, das hat andere Gründe. Ja. Das liegt daran, dass mein Licht kaputt ist. Ja, du darfst immer nur nachts raus. Ja. Aber wenn er denn unterwegs ist, hat er hundertprozentig auf einem Ohr die Nation. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall. So, bewegen wir uns langsam mal zum letzten Drittel des Albums. Mhm. Auch gepflastert wieder mit Hits. Jo. Hier geht's wieder gut weiter. Wir sind bei Reject. Das gute Stop-and-Go-Dynamik. Ja. Relativ hart auch wieder. Kommt wieder mit einer Hookline daher, ja. Mhm. Do you know what's wrong? I don't know what's wrong. Aber ja. Das schöne Frage-Antwort-Spiel. Einfach spitze. Ja. Es ist wieder ein sauguter Titel, also wie wir schon gerade eben sagten, keine Hits, so in dem Sinne, wie es die meisten verstehen, aber so tiefgründig und doch so hart und
kontrovers alles in sich, total verstrickt. Ja. Finde ich einfach nur spitze. Also da bin ich auch wirklich Fan davon. Man braucht echt eine Weile, wie angesprochen, um da durchzukommen. Ja. Ist ja vollkommen richtig. Das erschließt sich nicht gleich und gerade Saponation erscheint auch nicht sofort als Super Opener und Umagura ist auch wieder so ein Kandidat, da denkt man sich, was ist das? Wo bleibt jetzt hier die Härte? Komisch. Ja. Die kommt ja. Genauso wie der Opener gut ist. Genauso wie Bulletrix richtig gut ist. Aber es ist eben alles immer wieder von einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Ja. Und das macht das Album irgendwie aus. Mhm. Auch dann dem schon am Anfang angesprochenen Water. Oh ja. Der dann aber komplett still macht. Derek Green mit hocherhobener Faust und einfach sensibler Stimme zeigt, dass er gut ist. Ja. Andreas Kisser mit hocherhobener Nylon-Akustik zeigt, dass er richtig gute Songs schreiben kann, ja. Mhm. Das macht richtig Spaß. Water ist groß. Der ist wirklich spitze, ja. Er hebt sich auch ein bisschen ab durch die ruhige Stimmung, wie er es ja. So verbreitet, so diese Ruhe, der Ruhepol auf dem Album. Ja, und das fehlt vielen Alben. Immer wieder kommen wir drauf zu sprechen, das fehlt vielen Alben. Ja, letzter Titel, normale Edition, ja. Valzio. Ja. Mit Kooperation mit Apokalyptica. Mhm. Ja. Es hat Filmmusikcharakter. Auf jeden Fall. Ja. Guter Soundtrack. Und schöner letzter Song. Wirklich schön, ja. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, beim, ich sag mal, 6., 7. Mal richtig hören von dem Album, ist mir auch erst so richtig aufgefallen, weil er sich wirklich auch wieder ablöst durch die klassischen Elemente, die da auftauchen. Und ich muss sagen, es ist echt eine perfekte Wahl als letzter Titel. Ja. Da finde ich schon fast schade, dass ich die Lim habe. Da geht es ja noch weiter. Ja. Da müsste man eigentlich Stopp machen und erstmal über das Gehörte nachdenken. Ja. Der regt echt an. Ja. Wie gesagt, kein einfaches Album. No Hits, auch Nein, keine Arise, keine Roots. Gut, die Roots war auch sperrig. Ja, die war auch. Die war sperrig, ja. Aber vielleicht anders ausgedrückt, kein Master of Puppets, wenn man das Metallica nimmt. Sondern einfach gute Musik, intelligente Songs. Sau intelligent, wirklich. Ja. Und wirklich fast eine zeitlose Produktion. Ja. Ja. Wie gesagt, 10 Jahre alt. Ich finde es so aktuell wie nie. Man kann es einfach reinschmeißen, egal wie man sich fühlt. Ja. Irgendwo findet man immer einen kleinen Halt. Und daran kann man sich hochziehen. Das Album ist einfach total spitze produziert. Also die Produktion ist ja eigentlich auch schon für 2001er Standard nicht schlecht, will ich mal so sagen. Aber es ist ein bisschen roher gehalten. Aber transparent auch. Ja, ja, wahrscheinlich würde man es nach heutigen Gesichtspunkten anders machen. Mhm. Rick Rubin und ihn. Ja, der sowieso. Ja. Oder Jason Perry. Ja. Ja, das hätte dann wahrscheinlich ganz anders geklungen. Mhm. Aber, ja, gutes Album, gute Produktion. Bonus-Tracks schieße ich jetzt noch mit in die Runde, und zwar Bella Lugio's Dead und danke, Annihilation. Auch zwei richtige B-Seiten, die auch wirklich verdammt gut sind. Also, das muss erstmal überhaupt jemand schreiben. Danach erst Rise Above. Ist ein Cover von Black Flag. Ja. Und Revolt als Demo, das hatten wir schon angesprochen. Und dann auch Roots, Bloody Roots, wie könnte es anders sein als Live-Version. Ja. Ja, wahrscheinlich muss das jetzt auf jedem Album mit drauf sein. Aber könnte man sich sparen. Ist ja ein netter Titel, alles schön und gut. Ja. Die Live-Version ist auch okay. Ja. Rise Above, gutes Cover. Schön gemacht. Oh ja. Und Annihilation, schöner Treasure, also der macht auch Laune, Bella Lugio's Dead, mehr was auch wieder fairisch ist, ein bisschen was zum Nachdenken. Auch okay, faire Bonus-Tracks. Die Bonus-Tracks hätte ich mir irgendwie lieber auf einer Minidisc oder irgendwie sowas vorbestellt. Ja.
Damit das Album damit an dem Punkt aufhört, ja. Damit es wirklich ein abgeschlossenes Ding ist. Denn so mit dem Demo hinten dran und ja. der Live-Version, es reißt wieder ein bisschen raus. Und man muss ja zugeben, dass das Cover, die gute alte Geschichte von Covern, also das tatsächliche Albumcover, richtig gut aussieht. Ja. Von der normalen Edition. Von der normalen Edition, ja. Die limitierte. Kannst du weghauen. Ach ja. Mhm. Ja, also an alle einfach die normale Edition kaufen. Die limitierte noch hinterher. Die normale anhören, die limitierte dann reinlegen für die Bonus-Tracks, dann funktioniert das. Ja. Da hat man ein schönes Cover zu Hause, gutes abgeschlossenes Album, perfekt. Mhm. Ja, was gibt's noch weiter zu sagen? Eigentlich nichts. Die Jubiläum wird gefeiert. Bei uns jeden Tag? Bei uns jeden Tag, ganz genau. Also man hört ja gar nichts anderes mehr. Mhm. Ja. Deswegen hinken wir auch so hinterher mit dem Review-Schreiben. Ja. Läuft ja nur noch Nation. Rauf und runter. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Ganz genau. Ja. Also, ich hoffe, dass wir vielleicht dem einen oder anderen das Album ein bisschen erschließen konnten, beziehungsweise erklären konnten, warum es denn nicht gleich beim ersten Durchlauf gleich funkt. Ja. Weil das hat es bei mir auch nicht. So begeistert, wie ich bin. Mhm. Hatte ich ja schon angesprochen, ich habe lange gebraucht. Du hast auch ein paar Jahre ja. das so rumliegen gehabt. Mhm. Ungeöffnet. Ungeöffnet, ja. Das ist manchmal so und ich denke, die Alben, in die man sich ein bisschen reindenken muss, die geben auch nach vielen Jahren immer noch Spaß. Ja. Und weil, hier ja. ist es einfach direkt auf dem Teller. Hier hast du alles zusammen, was du brauchst. Die Komposition, den Gesang, die Gitarren, die Effekte. Lyrics. Schöne Lyrics. Guest Vocals. Die Quotes, die das wirklich auflockern. Also ja. Ganz interessant. Und ja, es ist ein schwieriges Album. Ja. Ja, aber eins der besten, das ich kenne. Ja, definitiv. Und ja. wahrscheinlich fast das beste Sepultura-Album. Mhm. Könnte man fast so sagen. Ja. Dante ist auch gut. Die ist ja auch wieder ein bisschen mehr was für den Kopf. Konzeptalbum. Und auch die Nation könnte man durchaus als Konzeptalbum beschreiben. Könnte man, ja. Ja. Ja, im Großen und Ganzen sind wir damit fertig. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einem richtigen neuen Album. Ja. Weil von den Classics werden wir jetzt nicht so viele Podcasts machen, nehme ich mal stark an. Ja. Aber hier bot sich's einfach an. 10 Jahre Jubiläum. Kisser. Faust hoch. Du hast wieder gut geschrieben im Keller. Mhm. Und Derek einfach perfekt gesungen. Und vielleicht hören auch irgendwann mal diese Diskussionen auf. Sepultura sind ohne Max nichts. Ja, ich würde sagen, Max ist ohne Sepultura nichts. Damit triffst du wahrscheinlich den Nagel direkt auf den Kopf. Ja. So wird es wahrscheinlich sein, ja. Ja. Okay, das ist unsere Meinung, aber... Richtig. Die können wir hier auch ruhig nochmal ein bisschen breit quatschen, ja. 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 Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Hören. Alle die es jetzt bis zum Schluss ausgehalten haben. Ja. Und ich bedanke mich auch bei dir für die Moderation. Natürlich, das ist kein Problem. Ja. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Mit Dan wieder. Mit Dan wieder, ganz genau, wenn wir ihn wieder gefunden haben. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.